Hi, willkommen bei Andreas Altar. Heute ist Wetter, um nach draußen zu gehen. So ein kleines Mischwetter passt mir jetzt genau ideal. Ja, ich bin hier in schönen Platz. Es wird sein, kann sein, dass da ein bisschen Lärm ist. Auto fährt jetzt gerade hier durch. Sehe ich, höre ich. Leider. Aber ich habe da relativ viel Material dabei. Ich habe da mehrere Videos, die ich da mache. Durch das konnte ich das alles mitnehmen. Item. Ihr habt gesehen, schon Kopflampen. Das wird jetzt kein großes Review jeder Kopflampe. Ich mache da auch nicht groß mit technischen Daten und alles. Das werde ich sein lassen. Ich habe mir ein bisschen vorgestellt, so Entscheidungshilf-Kopflampen. Vielleicht der ein oder andere meine Erfahrungen zu sagen, für was könnte man was brauchen, was ist praktisch. Ich habe da wirklich Top-Modelle dabei. Habe Modelle dabei mit wirklich sehr preisgünstig. Also ich sage, für alle hat es hier sicher etwas dabei. So ein bisschen zu zeigen, meine Erfahrung. So kleine Hilfe, Entscheidungshilfe, um eine Kopflampe zu kaufen. Also generell Kopflampen sind ja von mir aus eine gute Sache in jedem Bereich. Also das muss nicht zwingend nur Outdoor sein. Das kann Kopflampen, kann bei der Arbeit sein, beim Bergbau. Der Ursprung der Kopflampe weiß ich eigentlich gar nicht. Die erste Kopflampe, aber ich vermute, dass sicher der Bergbau hat da die Nase ziemlich weit vorne, was Kopflampen anbelangt. Würde ich jetzt behaupten, weil das Militär sicher nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, Bergbau hat so ein bisschen die Nase vorne. Wenn es jemand weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es jetzt nicht extra nachschauen, also vielleicht nachschauen, aber jetzt nicht noch einblenden. Aber das ist nicht das Thema, sondern generell Kopflampe ist eine gute Sache. Hier ist vielleicht die Frage, wenn man sich stellen sollte, was für eine Kopflampe will ich? Ich bin der Meinung, ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, man kann mehrere Kopflampen haben. Weil die sind jetzt in einem Preissegment, ja, da kann man sagen, okay, da kann ich vielleicht ja, auch mal eine zweite kaufen. Ja, würde ich jetzt, also ich habe mehrere und ich würde auch weiterhin, wenn ich keine hätte, würde ich sicher nicht nur eine kaufen. Minimum zwei Kopflampen würde ich mir da so gönnen. Die erste Kopflampe, die ich euch vorstellen möchte, also vorstellen zeigen möchte kurz, ist eine No-Name-Kopflampe, die hat es mal gegeben. Ich glaube in einem Kaufhaus hatte so eine Aktion, wo man so Campingausrüstung kaufen konnte. Und dann habe ich diese Lampe hier gekauft, respektive man konnte so mit Merkeli sammeln und dann gibt es die günstiger. Und da habe ich mir jetzt so eine gekauft, übrigens habe ich mir da zwei Stück gekauft. Das ist eigentlich auch meine erste Kopflampe, die ich hatte. Nein, die ganz, yes, das Gott, nein, das, nee, das geht zu weit zurück. Das ist noch zu Zeiten, ja, da war die Hälfte von euch vermutlich noch gar nicht auf der Welt. Nichtsdestotrotz. Kommt ein Motorrad. Nein, ein Auto. Jesus Gott. Ein alter Citroën Döschwo. Kennt ihr noch die Döschwos? Oldtimer. Gut. Lampe. Das ist eine stinknormale Lampe. Die kann man einfach Licht machen. Das ist schon eine LED. Also meine erste Lampe war noch lang keine LED. Einfach einschalten. Licht. Rotlicht. Rotlicht blinkend. Und ausschalten. Simpel wirklich. Ist wirklich sehr sicher noch irgendwie wasserdicht. Ja, passt auf der Stirne. Trägt sich eigentlich noch gut. Von dem her, vom Bedienen her, ist das praktisch. Einfach, wer, ja, wenn man es findet, wenn das reicht, einfach ein Licht, macht ein ziemlich helles Licht. Ja, für einen Campingplatz, Rotlicht. Campingplatz, reicht das eigentlich. Batterien hat hier einfach drei, wie schon gesehen, drei AAA-Batterien, also AAA-Batterien. Man könnte da auch kleine Akkus nehmen. Von dem her praktisch findet man quasi überall diese Batterien. Ja, wiegt nicht viel, ist sicher robust, kostet nicht viel und ich muss sagen, also verhältnismäßig hält die jetzt wirklich lange.
schon. Auch alle LEDs leuchten noch. Ja, von dem her passt das eigentlich. Und es ist wirklich eine preisgünstige, kleine Lampe. Dann die zweite Lampe ist eigentlich auch eine sehr preisgünstige Lampe. Ist von Army Specifiers. Das ist so ein, ja, so eine taktische Lampe irgendwie fast, soll es darstellen. Hier ist auch der Vorteil, es ist eine sehr robuste Lampe, also ist schon aus dem Aluminium und von den Leuchtstufen her wirklich simpel gehalten. Es hat einfach eine normale, eine dunkle Leuchtstufe, also zuerst eine helle, dann eine dunkle und dann noch ein Blinklicht. Also die habe ich viel, hatte ich die bei den Übernachtungen dabei draußen, also passt perfekt eigentlich. Ist gut. Das Schade ist ein bisschen einfach bei dieser Lampe ist, wenn sie Stufen, verschiedene Stufen hat, ist immer auf der hellsten Stufe, dann wieder und dann. Es ist ein bisschen schade. Also man kann nicht in dieser Stufe, wo man sie verlassen hat, wieder starten. Das habe ich jetzt ein bisschen schätzen gelernt, weil ich muss ehrlich sagen, ich brauche nicht so viel Licht draußen und wenn du so am Lagerfeuer gemütlich bist, alles ein bisschen meindunkeln oder wenn du mal nachts aufstehen musst, dann nimmst du diese Lampe und dann ist dieses Licht, das ist schon hell, das ist schon taghell, schon, das ist Wahnsinn eigentlich, wenn das Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt hat. Also auch diese Lampe ist bequem zum Tragen, kann hier auch schön verstellt werden. Also super Lampe, muss ich sagen, also die passt mir, auch die Batterie, man kann ja so eine AA-Batterie ist hier drin, man kann einen Akku nehmen, ist wirklich, die hält und hält und hält und wie gesagt, diese Batterie bekommst du im Prinzip überall. Ich bin so ein wenig Freund von diesen, sag ich mal, so Standardbatterien reinmachen kannst, weil die kriegst du eigentlich überall und wenn du die Lampe mal länger brauchst, ist bei mir ist eigentlich nicht der Fall, aber ich sage so im Winter, wenn du natürlich jetzt viel draußen bist oder so und die Lampe viel brauchst oder ja, ich sage, wenn du die vom Job her brauchst oder so, dann macht es sicher Sinn, dann kannst du zwei, drei mitnehmen, Akkus, tak, tak, wechseln oder auch normale Batterien kaufen. Die nächste Lampe ist von True Night, die TH10. Also das ist natürlich schon ein Flaggschiff unter den Kopflampen. Also die hat dann wirklich, wirklich mächtig Power. Die ist dann auch mit diesem Akku betrieben. Ich weiß den Namen nicht mehr auswendig, aber spielt keine Rolle, man kennt ihn. 1866, etwas so. Mit diesem Akku wird die betrieben, also die hat dann wirklich mächtig Power. Ist aber auch so, ja, ist dementsprechend, hat die auch ein Gewicht natürlich. Und ob man jetzt so viel Licht braucht, kommt immer drauf an. Wenn man was suchen will oder so, ist das Licht sicher gerechtfertigt. Wenn man in Höhlen geht, dort schön ausleuchten will für Fotografie, für Filme zu machen, ist so eine Lampe sicher hier nicht verkehrt. Aber man muss natürlich sehen, die nimmt natürlich auch da Akku, also auf voller Leistung. Ich weiß die Daten nicht, ich will jetzt auch nicht da die ganzen Tests machen, man hat genug von denen, Leute, die das besser erklären als ich. Aber nur so zum Zeigen und zum Sagen, für was ich die benutzen würde. Und hier, die hat jetzt einen Vorteil, hat hier eine Stufe, einschalten, ausschalten, bleibt auf dieser Stufe. Wenn man drauf bleibt, man sieht, also die geht wirklich. Und wenn man sie in dieser Stufe jetzt ausschaltet und wieder einschaltet, hat man auch wieder diese Stufe. Das heißt also, so wie ich sie einschalte, bleibt sie im Prinzip gespeichert und kann sie auch wieder ausschalten. Und ich vermute, die hat noch so einen, schnell schauen, ja, so eine Blinkfunktion hat es noch, SOS-Funktion. Ja, wenn man auf der höchsten Stufe nochmal einen Doppelklick macht, hat man so eine Superpower-Funktion, die kurz bleibt, aber da hat man wirklich, da hat man elendlich Licht. Also von dem her, ja, muss ich sagen, benötige die jetzt eher weniger. Also wenn ich draußen bin, im Wald Übernachtung mache und so,
ist die nicht dabei. Nein, brauchst du einfach nicht. Also ich persönlich brauche so viel Licht, brauche ich nie. Also die ist der eine gedacht, wenn ich denn mal in eine Höhle gehe, ein Lost Place oder irgendwo, wo man wirklich sagt, okay, gut, hier werde ich jetzt viel Licht haben, vielleicht noch was filmen, muss ich sagen, ist diese Lampe natürlich perfekt. Oder wenn man sie einfach haben will, so wie ich jetzt auch, sage, okay, gut, so eine wirklich starke Lampe passt mir, kostet natürlich auch dementsprechend was, aber ist klar, die ist dann natürlich absolut wasserdicht, nach IPX weiß der Teufel was, aber die kann man kurz untertauchen, wenn sie auf den Boden fällt, spielt keine Rolle, das hält die alles locker aus, die Tests wurden schon gemacht. Also diese Lampe, ja, wirklich eine Powerlampe. Der nächste Kandidat, die NextOrch oder NextOrch, NextOrch wie auch immer, Trekstar, war eigentlich meine Lieblingslampe, die perfekte Lampe, die ich so auf Tour mitgenommen habe, wenn es ums Übernachten geht. Die ist relativ klein, handlich, hat auch vom Licht her ist sie eigentlich gut, passt mir. Auch die Größe, Gewicht, passt eigentlich alles. Das Coole ist, man kann sie hier wirklich ausklicken. Man kann sie hier in die Hand nehmen, kurz was suchen, dann wieder anklicken. Und man kann auch hier, wenn man es sieht, die Bänder kann man rausnehmen. Und das Ganze da hier könnte man zum Beispiel hier an den Rucksack machen, an das Molle oder an den Schlaufen hier. Dann hast du die Taschenlampe einfach, kannst du sie hier im Rucksack tragen. Also die Einsatzmöglichkeit dieser Taschenlampen, dieser Taschenlampe ist extrem, gefällt mir wirklich gut. Auch hier hat es die 3x AAA Batterien drin oder man kann auch Akkus nehmen, das spielt eigentlich keine Rolle. Das finde ich cool, passt. Es hat zwei Nachteile, hat es, zwei große Nachteile. Der erste wäre nicht so schlimm, über den kann man ihn wegschauen. Mit Akkus muss ich sie rausnehmen und wieder hineingeben, um zu laden. Also ich muss sie separat laden. Aber das kann ich drüber wegschauen. Für meine Zwecke, wie ich sie im Moment brauche, reicht das eigentlich. Einmal Akkus, das würde für mich für zwei Tage locker reichen im Sommer. Kein Problem. Das andere ist ein bisschen das größere Manko. Vom Licht her wäre das die perfekte Lampe für mich. Und zwar einschalten, zack, 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 Rotlicht. Lange draufbleiben, kommt dann im Prinzip die SOS-Funktion. Alles schön und gut, perfekt. Also das hellste Licht, boah, lass es knappe 300 Lumen, 250 Lumen, reicht allemal jetzt für den Wald. Und das dunkelste irgendwie bei, weißt du, 6, 7 Lumen, ich weiß es nicht, aber schön, angenehmes Licht. Der größte Vorteil, aber ich vermute bei den neueren Modellen, ich müsste da mich mal schlau machen, ist es anders. Ist genau dasselbe, ich habe diese Lampe, hier, Kopf, stehe auf, will kurz Licht machen, zack, voll, runter, runter. Dann habe ich schwaches Licht, dann so könnte ich jetzt da, habe ich das Licht, das ich will eigentlich, gut, dann schalte ich wieder aus, alles okay, dann brauche ich wieder Licht und dann ist es wieder auf voll, muss es wieder runterdimmen, bis dieses, das ich haben will. Das gleiche gilt natürlich auch im Rotlichtmodus, wenn ich den eingeschaltet habe, jetzt der Rotlichtmodus, passt der und wenn ich dann ausschalte aus dem Rotlichtmodus und dann wieder einschalten will, da habe ich wieder die volle Leistung. Ist ein bisschen schade. Die letzte Einstellung bleibt nicht gespeichert. Von dem her muss die jetzt ihren Topplatz abgeben. Leider, leider. Also ich werde sie sicher behalten, ist eine coole Lampe, aber sie muss ihren Topplatz abgeben, weil klar, neuere, jüngere, ist vielleicht nicht immer besser, aber ich sage mal, ich müsste mich schlau machen, das neueste Modell von dieser Sorte, ob das auch so ist oder ob die das geändert haben, die Elektronik,
Nachrüsten kann man es sicher nicht. Aber darum habe ich mir jetzt noch ein anderes Modell gekauft und das erfüllt jetzt im Prinzip so ein bisschen die ganzen Kriterien, die man haben möchte, erfüllt diese Lampe jetzt. Die haben natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung, was Lampen anbelangt. Und zwar ist es die Petzl Taktika Plus. Man kann auch noch RGB nehmen, wie diese Version, die ich jetzt hier habe. Aber im Prinzip hat die nur kleine Unterschiede. Aber diese Lampe ist jetzt wirklich das, was ich sagen kann, ja, das ist cool, das passt. Weil, man sieht es natürlich schon, der größte Vorteil dieser Lampe ist, sie hat wirklich einen integrierten Akku, der aber nicht zwingend benutzt werden muss. Man kann den rausnehmen und drei normale AAA, also dreimal AAA Batterien, kann man da einsetzen oder Akkus, das spielt keine Rolle. Das funktioniert hier genau gleich. Man sieht, die passen und geliefert wird sie eigentlich auch mit diesen AAA Batterien. Man kann da hier natürlich Akkus nehmen, das ist kein Problem. So wird die im Prinzip geliefert. Der Akku hier, Petzl Core, ist separat zu bestellen, kostet nicht alle Welt und kann hier via Micro-USB kann der hier aufgeladen werden. Gibt auch ein Kabel dazu. Von dem her hat man hier natürlich, ich sage mal, den 5 Runden wecken. Zu viel Zweckli. Da hat man wirklich beides. Finde ich natürlich von dem her eine super Lösung mit diesem Akku und der passt eben in diese Taktika. Es gibt diverse Petzl-Lampen, wo dieser Akku passt. Von dem her finde ich das super. Wie gesagt, Petzl natürlich Hersteller, ja, die machen schon lange machen die Taschenlampen. Ja, man hat es gesehen zum Öffnen hier. Batteriefach, Akkufach und verstellt werden kann sie natürlich auch prima, wenn man sie im Kopf hat. Es gibt verschiedene Farben. Ich habe es natürlich entsprechend meinem Hobby genommen, ganz klar. Cool ist hier eben genau das. Man hat hier einmal einschalten, kleinste Stufe, hellere Stufe, hellste Stufe. So. Das sind die drei Modis. Jetzt ob gut oder nicht gut, sei dahingestellt. Wenn man jetzt einschaltet, hellste Stufe, dann schaltet man die aus. Dann sagt jetzt wieder jemand, ja, okay, gut, wäre gut, wenn es gespeichert bleibt. Hier kommt wieder die tiefste Stufe. Und dann wieder heller. Ist mir persönlich lieber als umgekehrt. Zuerst die hellste und dann wie tiefer, weil das ist ja nicht wie die True Night, wo ich sagen muss, ja, das ist eine Lampe, da muss ich riesen Licht haben, sondern für mich ist wichtig, wenn ich die Lampe einschalte, Nacht, dann habe ich hier ein wenig Licht, brauche nicht die volle Leistung und wenn ich wirklich die Leistung brauche auf längere Zeit, kann ich die einfach einschalten und lasse die einfach laufen, kein Problem. Ja, ist klar, natürlich länger draufdrücken, kommt das Rotlicht. Passt. Und hier auch der große Vorteil ist einfach so, ausschalten, leg die weg, wie auch immer, einschalten und was passiert, voilà, man hat wieder das Rotlicht. Das passt mir jetzt wirklich, das finde ich wirklich cool. Also das muss ich sagen, ja, das passt mir. Jetzt die RGB hat einfach noch den Vorteil, grün, blau, weiß, rot, aus. Einschalten, grün, blau, weiß, rot. So. Natürlich auch noch ein rotes Blinklicht oder blaues Blinklicht, wie auch immer. Blau, grün brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, sie kostet sich nicht mehr wie die normale Plus. Die hat einfach weißes und rotes und mir hat halt die Farbe noch gefallen, aber spielt keine Rolle. Habe jetzt die genommen, kostet nicht viel mehr, das spielt dann keine Rolle mehr. Also diese Lampe, die Petzl, ist jetzt wirklich meine erste Wahl. Finde ich wirklich eine coole Lampe.
hat genügend Licht. Mit dem Akku ist es perfekt, kannst du immer schön laden, je nachdem Powerbank mitnehmen oder wie auch immer. Du kannst alternativ mit Batterien, du hast im Prinzip alle Möglichkeiten, die du eigentlich brauchst. Von dem her finde ich diese, also Preis-Leistung, das ist super. Wie gesagt, ich mache keine Werbung für nichts. Ihr müsst das selber schauen, die Links, ob ihr die findet irgendwo. Aber da hier muss ich sagen, die ist cool. Mit dieser Lampe macht man wirklich nichts falsch. Das war es eigentlich jetzt schon mit dieser kleinen Vorstellung, Entscheidungshilfe, wie auch immer man das nennen will. Wie gesagt, ich habe jetzt da nicht spezielle Tests, ich habe keine Daten, schreibe ich rein und so. Nur so zum Zeigen, was ist so für Lampen, wie ich die... Benutze es eine kleine Vorstellung und meines Wissens gibt es von der Petzl Taktika noch sehr, sehr wenig Videos. Vielleicht mache ich da ein komplettes Review drüber mit Leuchtleistung, alles, ein paar Tests. Aber schauen, ob ich das noch machen werde oder nicht. Gut, in diesem Sinne ist hier eigentlich auch schon der Schluss. Wer weitere Videos anschauen will, kann hier und hier das gerne machen. Da oben geht es zu meinem Kanal. Abo könnt ihr gerne da lassen. Ich freue mich natürlich immer riesig über neben jeden neuen Abonnenten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss!